Cell in seiner zweiten Form verfolgt noch immer C18 und wird von niemand geringem als Vegeta aufgehalten, der sein Training im Raum von Geistenzeit gerade abgeschlossen hat. Vegetas Kraft übersteigt sogar die seiner Super Saiyan Form und das wird er im Kampf gegen Cell auch zeigen. わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たなんて。冗談を言いに来たんじゃないだろうな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。 Muckis. Schade, dass Vegeta diese Form danach nie wieder eingesetzt hat. Natürlich. Komm, die muss sitzen. Greif ich an, Sir. Doch die Spirit Breaker kennen. I need it. Komm, Sir. Ja. Na gut. Zeit, den Loser zu umbringen. Umzubringen. さまが完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。その通りで、ルーベジータ戦ってみたい。完全体になった私と、いいだろう。貴様の罠にまんまとかかって、完全体とやらになるがいい。 Ja. Und so hat's angefangen. Die Rebellion des Sohnes. Ich lasse Cell nicht in die perfekte Form wechseln. Hätte Vegeta Cell einfach getötet, dann hätten die an der Stelle Ruhe gehabt. Aber nein. Sein Ego muss natürlich gefüttert werden. War ja klar. So dass erst Trunks gegen Vegeta kämpfen muss.
Vegeta ist so stark, dass der Cell in seiner zweiten Form förmlich pulverisiert, aber der Saiyajin-Drang, gegen immer stärkere Gegner kämpfen zu wollen, verleitet Vegeta zu einem schweren Fehler und so hilft der Cell beim Erreichen seiner perfekten Form. Die beiden werden jedoch von Trunks gestellt, der alles tun würde, um Cell am Erreichen der Perfektion zu hindern. Achso, jetzt heißt es einfach mal Trunks, aber nicht mehr Trunks Zukunft, ja? Immer wie es euch passt. なんとかしてくれよ。オランクス、邪魔をするな。俺は奴の完全体を阻止してみせる。たとえ父さんを倒してでも。それを倒すだろ。貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。速さだけはなかなかのものだ。 俺たちの力を上回ってしまったらどうするんですか。情けない奴め、どう強くなるのか見たいとは思わんのか。 It's over! Endlose Power, der Gott der Zerstörung mit Namen Cell. Also, Gott der Zerstörung in einem Spiel vor dem Release von Battle of Gods zu lesen, ist irgendwie funny. Aber auch wieder geiles Diorama. Cell hat schließlich seine perfekte Form erreicht. Krillin, der nach der Absorption von C18 vor Wut platzt, macht sich bereit für den Angriff. Na gut, da können wir uns auch denken, wie das enden wird. Schlecht?
Immer dieser Effekt. Schlimm. Dann hat das gute Arte Super Kamehameha. じゃあやられるのに時間の問題だ。それが大きい戦いが済まないんだ。速さだけはなかなかのものだ。そろそろ殺してしまう。持ちこたえてくれ。 Grins. Anna Kassenkeiner ja so itabukulesika. Super Trunks übertrifft seinen Vater. Cell erledigt Krillin im Handumdrehen und zeigt nun seine wahre Stärke. Vegeta und Trunks stellen sich ihm in den Weg, aber Cell deklariert den folgenden Kampf nur als Aufwärmübung für seine Fähigkeiten. こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいになるぜ。これは確かにお前たちダイヤ人に比べるは全然大したことじゃないんだけど、相手の性格はなんとかわかる。 今、感じられる気なんか最高にしちゃってない。それはとんでもないパワーを秘めてるぞ。お前のようにトランクス知っていたのです。俺はベジータの超えられなかった壁を超えてしまった。違うか、お前は確かにスーパーサイヤ人の見解を超えたんです。だから、ある日俺はその世界をまさらに超えてしまった。プライドの高い効果には言えない。このままセルを倒しておくべきだったんだ。父さん、 Zeit für Final Flash! Nochmal. Damage ich auf einmal mal. そろそろ殺してしまうか。
しぶといな。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。お前を殺すぞ、セン。強気なセリフだな、トランクス。楽しみだ。私の完全体の強さを知る時が来た。確かに素晴らしいパワー。私の十分に超えている。だがそれではこの私に勝てる。絶対に。根拠のない強がりを言いやがって。すげえ、すごすぎるぜ。すげえ、すごすぎるぜ。お前を倒す。お前を倒す。どうだ、俺のパワーを思いつくか。Ich kriege gerade Super Saiyan 3 Vibes, der Energieverbrauch ist zu hoch. Das geht. Ich weiß nicht mal, dass der zwischen angreifen kann bei der Attacke.最後に質問がある。孫悟空はなぜここに現れないのか。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。Also krass, wie die das mit der Regulierung gemacht haben. Dass man am Anfang sowohl mit Super Vegeta als auch mit Super Trunks richtig viel Schaden austeilt, aber je länger der Kampf geht, desto mehr gibt halt Cell Gummi. Und deswegen macht man so gut wie gar keinen Damage mehr.